finde. Wir reden hier immer noch weiter. Ja, wenn du angefangen hast, hören die Schlagwerte hier auf. Die ich die kenne. Los, doch. Passt doch. Ja, Gott sei Dank. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Diese vier Elemente bestimmen das irdische Leben und übten schon immer einen ungeheuren Einfluss auf die Menschheit aus. So unverzichtbar sie für uns sind, so unberechenbar sind sie gleichzeitig in der Entfaltung ihrer Kräfte. Die Luft brauchen wir zum Atmen, doch wenn sie sich in Wind umwandelt oder gar zum Tornado wird, kann das dritte Element sehr gefährlich für uns werden und uns sogar das Leben kosten. Gleiches gilt für die Erde. Erdbeben kosten vielfach Leben. Sie ist aber auch die Grundlage für die Wachstumskräfte der Natur, für unsere Nahrungsmittel. Das Wasser und das Feuer haben stets auch zwei Seiten. Ersteres ist unerlässlich für unser Überleben, kann aber auch, wie es die Menschen an der A am 12. Juli 2021, also vor einem Jahr, erlebt haben, zerstörerisch sein und Menschenleben kosten. Feuer kann uns erwärmen und Licht spenden, aber auch mit verheerenden Bränden große Schäden anrichten. Wir beginnen mit dem Element Wasser und mit einer Stelle, die Luther übersetzt hat. Die Sintflut. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, Männchen und Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Und an eben diesem Tag ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise, von allem Fleisch, darin Oden des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihnen geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter den ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt waren. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden bewegte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb.
So vertilgte er alles, was auf Erdboden war, vom Menschen an bis zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Als nächstes hören wir einen Auszug aus dem Roman Moby Dick von Herman Melville. Melville wurde, das zur Erinnerung, 1819 in New York geboren und starb dort 1891. Sein Roman Moby Dick zählt zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Diesen Weltruhm hat er nicht mehr erlebt. Zu seinen Lebzeiten wurden gerade einmal 3000 Exemplare verkauft. Moby Dick ist heute vor allem als Jugendbuch bekannt, während das Original Moby Dick oder der Wal nicht nur ein Abenteuerroman ist, sondern eine Parabel für die Unbezwingbarkeit von Natur und Schicksal durch den Menschen. Es liest Cornelius. Der stille Ozean. Wir passierten die Bashi-Inseln und segelten endlich hinaus auf die große Südsee. Unter anderen Umständen hätte ich meinen lieben Pazifik gewiss überschwänglich begrüßt, waren doch die wiederholten Gebete meiner Jugend endlich erhört worden. Tausende von Meilen wogte das Blau dieses stillen Ozeans nach Osten. Etwas Liebliches und Unbegreifliches liegt über diesem Meer, dessen sanftes, erhabenes Wallen auf eine Seele hinzudeuten scheint, die sich tief unter ihm verbirgt. Nicht anders als der Erdboden in Ephesos, der sich über dem Grabe des Evangelisten Johannes hob und senkte. Es ist auch recht und billig, dass über diesen Meeresfluren, diesen weithin sich wiegenden Wasserwiesen und Töpfersäckern aller vier Kontinente, die Wellen ohne Unterlass wogen und wallen und steigen und fallen. Denn hier mischen sich Tausende und Abertausende von Schatten. Hier schlummern versunkene Träume, mondsüchtige Fantasien, Schwärmereien. Alles, was wir eines Menschen Leben und Seele nennen, ruht und träumet hier. All diese Seelen träumen unentwegt, wälzen sich wie Schlafende auf ihren Lagern hin und her und wecken erst mit ihrer Unrast das endlose Wogen der Wellen. Für jeden tiefsinnigen Wanderer, der magischen Mächten zugetan ist, muss dieser heitere, stille Ozean auf seinen ersten Blick das Meer seiner Sehnsucht sein. In der Mitte der Welt wälzt er die Wasser. Der Indische und der Atlantische Ozean sind nur seine Arme. Dieselben Wellen umspülen die Molen neu erbauter Städte Kaliforniens, die gestern erst vom jüngsten Menschengeschlecht erbaut. Und waschen auch die alterswelken, doch noch immer herrlichen Gestade Asiens, die älter sind als Abraham. Und in ihm treiben Sternenstraßen von Koralleninseln und flache, ewig unerforschte Archipele und Japans verriegelte Inseln. So gürtet dieser gottgleich unergründliche Pazifik den weiten Leib der Welt, macht alle Küsten sich zu einer einzigen Bucht und wird zum Herz der Erde, das in Gezeiten pocht. Gewiegt von einer ewig gleichen Dünung, bekennt ihr euren Glauben an den göttlichen Verführer und beugt das Haupt vor Pan. Achab aber dachte kaum an Pan, als er wie eine eherne Säule auf seinem angestammten Platz an den Besanwanden stand und seine Nase unbewusst
den süßen Moschusduft einsog, der von den Baschi-Inseln wehte, in deren lieblichen Wäldern wohl zärtliche Liebende wandelten, wie auch bewusst den salzigen Odem der wiedergefundenen See atmete. Jener See, in welcher der verhasste weiße Wal zur gleichen Zeit dahinzog. In diesen beinahe letzten Wassern segelnd mit Kurs auf Japans Walfanggründe ward Ahabs alter Vorsatz noch befestigt. Wie Eisenbacken eines Schraubstocks pressten sich die harten Lippen aufeinander, das Aderndelta seiner Stirn schwoll an wie übervolle Bäche und selbst im Schlafe hallte noch sein Schrei durchs Schiffsgewölbe. Streicht überall, der weiße Wal bläst dickes Blut. Das nächste Element ist die Erde. Wir hören einen Text von Jules Verne. Jules Verne, geboren 1828, gestorben 1905, gilt als einer der Begründer der Science-Fiction-Literatur. Seine bekanntesten Romane, 20.000 Meilen unter dem Meer, Die Reise um die Erde in 80 Tagen und, das soll uns heute beschäftigen, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Seine Romane richten sich an sich hauptsächlich an ein jüngeres Publikum, das am technischen Fortschritt und an den letzten großen Entdeckungsreisen interessiert war. Letzteres gilt auch für die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Eine Entdeckungsreise, die bekanntlich bis heute nicht Wirklichkeit geworden ist. Wir hören das 17. Kapitel in den Schlund hinab. Es liest wiederum Cornelius. In den Schlund hinab. Nun begann erst die wahre Reise. Bisher gingen die Beschwerden über die Schwierigkeiten. Jetzt sollten diese im wahren Sinne des Wortes uns unter den Füßen aufwachsen. Ich hatte meinen Blick noch nicht in den unergründlichen Schlund gesenkt, in welchen ich mich hinabwagen sollte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem Vorhaben, entweder mich zu beteiligen oder dies zu verweigern. Aber ich schämte mich, von dem Jäger mich hierin übertreffen zu lassen. Hans gab sich bei dem gewagten Unternehmen zufrieden, so ruhig, so gleichgültig, so unbekümmert um jede Gefahr, dass ich mich schämte, weniger tapfer zu sein als er. In seiner Gegenwart unterließ ich also, Einwendungen zu machen. Ich erinnerte mich meiner hübschen Vierländerin und trat zu der mittleren Öffnung heran. Dieselbe maß, wie gesagt, 100 Fuß im Durchmesser oder 300 im Umfang. Ich bog mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir. Es kam mir der Schwindel. Ich fühlte wie ein Trunkener, dass der Schwerpunkt in mir sich änderte. So ein Abgrund äußert eine gefährliche Anziehungskraft. Ich war im Begriff, hinabzufallen. Da hielt mich Hans mit starker Hand. Sicherlich hätte ich zu Kopenhagen noch mehr Schwindellektionen haben sollen. So kurze Zeit ich in den Schlund hinabgeblickt, hatte ich mir doch gemerkt, wie er beschaffen war. An seinen fast senkrechten Wänden befanden sich zahlreiche Vorsprünge, welche das Hinabsteigen erleichtern mussten. Aber gebrach's auch nicht an einer Leiter, so fehlte es an einem Geländer. Ein an der Mündung befestigtes Seil konnte wohl hinreichend stützen. Aber wie sollte man es losmachen, wenn man unten war? Dafür gab es ein einfaches Mittel, welches mein Oheim in Anwendung brachte. Er nahm ein zolldickes, 400 Fuß langes Seil und ließ es erst zur Hälfte hinab,
Dann schlang er es um einen vorspringenden Lavablock und warf die andere Hälfte nach. Nun konnte jeder von uns, indem er die beiden Hälften des Seiles in die Hand fasste, sich beim Hinabsteigen dadurch unterstützen. War man aber in der Tiefe von 200 Fuß angelangt, so war es höchst leicht, indem man das eine Ende losmachte, das ganze Seil hinabzuziehen. Dieses Verfahren konnte man so oft wiederholen, als es beliebte und erforderlich war. Als diese Vorbereitungen fertig waren, sagte mein Oheim: Jetzt machen wir uns an das Gepäck. Es wird in 3 Päcke verteilt, wovon jeder von uns eines auf seinen Rücken nimmt. Ich meine, nur die zerbrechlichen Gegenstände. Offenbar zählte der kühne Professor uns nicht zu den Letzteren. Hans, fuhr er fort, wird die Werkzeuge mit einem Teil der Lebensmittel übernehmen. Du, Axel, ein zweites Drittel des Proviants nebst den Waffen, ich den Rest und die feineren Instrumente. Aber, sagte ich, die Kleider, die Menge Taue und Leitern, wer soll die hinabschleppen? Die kommen schon von selbst hinab. Wie so, fragte ich. Du wirst es gleich sehen. Und sogleich schritt er zur Ausführung. Hans machte aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen einen einzigen Pack, verschnürte ihn tüchtig, dann wurde er ohne weiteres in den Abgrund geworfen. Ich vernahm ein lautes Getöse, womit der Pack hinabpolterte. Mein Oheim beugte sich vor und begleitete mit befriedigtem Blick das rollende Gepäck, solange er es wahrnehmen konnte. Gut, sagte er, jetzt kommt die Reihe an uns. Ich frage jeden aufrichtigen Menschen, ob man solche Worte ohne Schaudern anhören kann. Der Professor nahm den Pack mit den Instrumenten auf seinen Rücken, Hans den mit dem Geräte, ich die Waffen. Beim Hinabsteigen ging Hans voran, dann kam mein Oheim, zuletzt ich. Es ging dabei ganz stille her, nur dass man zuweilen Felsstücke, die sich losmachten, in den Abgrund rollen hörte. Ich rutschte sozusagen hinab, indem ich mit der einen Hand krampfhaft das doppelte Tau fasste, mit der anderen der Stütze des Stocks mich bediente. Ich hatte große Besorgnis, es möge der Stützpunkt mangeln. Das Tau schien mir zu schwach, um die 3 Personen zu tragen. Daher bediente ich mich desselben so wenig wie möglich, indem ich auf den Lavastücken, die mein Fuß aufsuchte, mir das Gleichgewicht zu erhalten bemüht war. Als eine von diesen Stufen hinabgleitend dem Hans unter die Füße geriet, sagte er ruhig: Gib Acht. Acht gegeben, wiederholte mein Oheim. Nach einer halben Stunde waren wir auf einem Felsen angelangt, der fest in der Wand des Schlundes stak. Hans zog an einem Ecke des Taues, während das andere in die Höhe glitt, nachdem es oben über den Felsen, um den es geschlungen war, gezogen worden, fiel es hinab, indem es Steine und Lavastücke gleich einem Regen oder vielmehr wie ein gefährlicher Hagel mit sich fortriss. Indem ich mich über unseren schmalen Ruheplatz vorbog, bemerkte ich, dass der Boden des Schachtes noch nicht sichtbar war. Wir brachten von neuem das Tau in Anwendung und nach einer halben Stunde waren wir wieder um 200 Fuß weitergekommen. Ich meines Teils kümmerte mich wenig um die Bodenbeschaffenheit, aber der Professor stellte Beobachtungen an und machte sich Notizen, denn an einem Haltepunkt sprach er zu mir: Je weiter ich komme, desto zuversichtlicher bin ich. Die Beschaffenheit des vulkanischen Erdreichs rechtfertigt durchaus die Theorie Davis. Der Boden, worauf wir uns befinden, ist durch und durch ursprünglicher Boden, worin die chemische Operation der Metalle vorging, welche bei der Berührung mit Luft und Wasser in Glut und Flammen gerieten.
Ich weise unbedingt das System einer zentralen Wärme zurück. Übrigens, wir werden es schon sehen. Stets die nämliche Folgerung. Man begreift, dass ich zum Disputieren keine Lust hatte. Mein Schweigen wurde als Zustimmung gedeutet. Und das Hinabsteigen begann von neuem. Nach Verlauf von 3 Stunden konnte ich noch nicht den Boden des Schlundes erkennen. Als ich aufwärts blickte, gewahrte ich, wie seine Mündung merklich kleiner geworden war. Seine Wände zeigten das Streben, sich näher zu kommen. Allmählich ward es dunkler. Inzwischen stiegen wir immer weiter hinab. Es schien mir, als sei das Anprallen der losgelösten Steine, welche hinabrollten, schon matter und als müssten sie schon bald auf den Grund kommen. Da ich genau notiert hatte, wie oft wir das Tau in Anwendung brachten, so konnte ich die Tiefe, welche wir erreicht, und die verbrauchte Zeit berechnen. Wir hatten nun 14-mal die Verrichtung vorgenommen, welche jedes Mal eine halbe Stunde dauerte. Das machte im Ganzen 6,5 Stunden. Nachdem wir um 1 Uhr angefangen, musste es jetzt 11 Uhr sein. Die Tiefe, zu der wir gelangt waren, berechnete sich mit 14 mal 200 Fuß auf 2800. In diesem Augenblick ließ Hans sich vernehmen. Halt, rief er. Ich hielt plötzlich an, als ich eben im Begriff war, meinem Oheim auf den Kopf zu treten. Wir sind am Ziel, sagte er. Wo? Fragte ich, indem ich zu ihm glitt. Auf dem Boden der senkrechten Schlucht. Ist nicht ein anderer Ausgang da? Ja, ich sehe eine Art Gang zur rechten Hand. Das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir speisen, hernach schlafen. Es war noch nicht völlig dunkel. Man öffnete den Proviantsack und aß. Dann legte sich jeder, so gut er konnte, auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken. Und als ich auf dem Rücken liegend die Augen aufschlug, bemerkte ich am Ende des 3000 Fuß langen Tubus eines riesenhaften Fernrohrs einen glänzenden Punkt. Es war ein Stern, ohne alles Flimmern. Meiner Berechnung nach musste es Sigma im kleinen Bären sein. Darauf schlief ich ein und genoss einen tiefen Schlaf. Und nun etwas für die Kinder unter uns. Wir alle sind. Die Autorin Maria Regina Hedwig Sibylla von Olfoss lebte von 1881 bis 1916. Sie war eine ausgebildete Kunsterzieherin und Ordensschwester im Orden der Grauen Schwestern von der Heiligen Elisabeth. Sie war Kinderbuchautorin und Illustratorin. Ihr bekanntestes Werk, Etwas von den Wurzelkindern, erschien 1906, das schon bald zu einem großen Erfolg wurde und sich zu einem Klassiker unter den Kinderbilderbüchern entwickelte. Es liest Christel. Es war mein erstes Kinderbilderbuch, Etwas von den Wurzelkindern, und ich glaube, das kennen fast alle hier. Nein, meines ist aus dem Jahr 1949 und noch von der US-Regierung genehmigt. Es ist etwas ramponiert, das ist sicherlich dem häufigen Gebrauch geschuldet, aber auch der wahnsinnig schlechten Nachkriegsqualität. Wacht auf, ihr Kinderlein, es wird ja nun bald Frühling sein. Da reckt und streckt sich die kleine Schar und fährt sich durch das wirre Haar. Schnell machen alle sich bereit und nähen sich selbst ihr Frühlingskleid. Mit Nadel, Schere, Fingerhut
geht ihre Arbeit schon ganz gut. Nun kommt ein jedes Wurzelkind und bringt sein Kleidchen ganz geschwind herein zur guten Mutter Erde, auf das von ihr gemustert werde. Die Wurzeljungen unterdessen haben auch nicht ihr Amt vergessen. Mit Pinsel, Bürste, Farbentopf gehen sie den Käfern an den Schopf. Und als der Frühling kommt ins Land, da ziehen gleich einem bunten Band die Käfer, Blumen, Gräser klein, frohlockend in die Welt hinein. Ich muss es zeigen, es ist zu hübsch. Im Walde unter dichtem Grün sieht man alsbald Maiglöckchen blühen. Ein lustiger Schelm die Schneck erschreckt, das Veilchen sich im Baum versteckt. Es spielen hier den ganzen Tag Vergissmeinnicht am klaren Bach. Wie eine kleine Königin lässt's Mummelkind umher sich ziehen. Auf grüner Wies am Feldesrand, die Blümlein tanzen Hand in Hand. Gräslein und Käfer freuen sich sehr, ach, wenn's doch immer Sommer wär. Da kommt der Herbst mit Sturm und Wind, treibt sie zur Mutter heim, geschwind. Geh nun zu Bett, du kleine Schar, und schlaf dich aus bis nächstes Jahr. Ja, also hier, man muss es einfach... Beim dritten Element, Luft, kommt man nicht an Thomas Bernhard vorbei. Thomas Bernhard lebte von 1931 bis 1989. Texte von ihm sind im Letku regelmäßig vorgelesen und behandelt worden. Zuletzt ist 2022 von Harald Schmidt herausgegeben, eine kulinarische Bernhard-Spurensuche. In der Frittatensuppe feierte die Provinz ihre Triumphe erschienen. Viele seiner Texte haben biografische Bezüge. So auch der Textauszug aus dem 1978 erschienenen Roman Der Atem, eine Entscheidung, den wir gleich hören werden. Denn nicht einmal 18-jährig wurde Thomas Bernhard im Jahre 1949 aus seinen musikalischen Studien durch eine schwere Krankheit aufgrund einer verschleppten Erklärung herausgerissen. Er versinkt im stumpfen Weiß der Krankenhaussäle, dem geschulten Blick des Personals ausgeliefert, das ihn zielsicher unter die Sterbenden einordnet. Die letzte Station des gerade noch Lebenden ist das Badezimmer, aus dem nur die Toten wieder herauskommen. Umgeben von dieser Atmosphäre, die den Lebenswillen tötet, weiß Bernhard aber plötzlich, dass er nicht aufhören darf zu atmen, dass er leben will. Es liest Johannes. Also da der Luft sehr viel weniger Zeit eingeräumt wurde als anderen Elementen, werde ich besonders langsam lesen. Was aber auch der Sache entspricht. Thomas Bernhard, Der Atem. Wenn ich daran dachte, in welchem tatsächlichen Zustand ich mich befand, vor allem, wenn ich genau fühlte, in wie große Mitleidenschaft mein Hauptinstrument, mein Brustkorb gezogen war, ich hatte einen schon beinahe zur Gänze vernichteten und kaum zu den notwendigen Atemzügen befähigten Brustkorb, welcher mir nach wie vor die größten Schwierigkeiten machte, wenn ich mich nur im Bett umdrehte. Die gelbgraue Flüssigkeit hatte sich auch nach 2 Wochen Krankenhausaufenthalt
Und also, wie mein Großvater gesagt hatte, Spezialbehandlung immer noch auf beängstigende Weise nach jeder Punktion unwahrscheinlich schnell zwischen Zwerchfell und Lunge gebildet. Manchmal hatte ich den Eindruck, es sei überhaupt noch keinerlei Besserung meines Körperzustandes eingetreten. Unabhängig davon, wie weit mein Geist und meine Seele schon in Aufwärtsentwicklung gewesen waren. Der Körper war hinter ihnen zurückgeblieben und er hatte pausenlos versucht, Geist und Seele zu sich zurück und hinunterzuziehen. Ich hatte ununterbrochen diesen Eindruck gehabt, aber ich wehrte mich dagegen mit allen Hallen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Den zweiten Lufttext, den wir hören werden, hat Hans Magnus Enzensberger geschrieben. Im Gedichtband Leichter als Luft, 1999 erschienen. Enzensberger ist ja ein alter Bekannter des Lied Kuh, so dass ich heute nichts mehr über ihn zu sagen brauche. Dieses Gedicht Leichter als Luft liest wiederum Johannes. Leichter als Luft. Besonders schwer wiegen Gedichte nicht. Solange der Tennisball steigt, ist er, glaube ich, leichter als Luft. Das Helium sowieso. Die Eingebung, dieses Kribbeln in unserem Gehirn, auch das Elmsfeuer und die natürlichen Zahlen, sie wiegen so gut wie nichts. Von den Transzendenten, ihren vornehmen Vettern, ganz zu schweigen. Obwohl sie zahllos sind. Soviel ich weiß, gilt das auch für den Strahlenkranz des Magneten, den wir nicht sehen. Für die meisten Heiligenscheine und für ausnahmslos alle Walzerklänge. Leichter als Luft, wie der vergessene Kummer und der bläuliche Rauch der endgültig letzten Zigarette. Leichter als Luft ist natürlich das Ich. Und soviel ich weiß, steigt der Geruch des Brandopfers, der den Göttern so wohlgefällig ist, immer gen Himmel. Der Zeppelin auch. Vieles bleibt ohnehin in der Schwebe. Am leichtesten wiegt vielleicht, was von uns übrig bleibt, wenn wir unter der Erde liegen. Wir kommen nun zum vierten Element, dem Feuer. Zunächst hören wir ein Gedicht von James Krüss. Ich weiß nicht, ob alle ihn noch kennen. Er ist 26 auf Helgoland geboren und 1997 auf Gran Canaria gestorben. Den meisten von euch wird er wahrscheinlich bekannt sein als Autor des Romans Tim Thaler oder Das verkaufte Leben. Er veröffentlichte zahlreiche weitere Jugendromane und Bilderbuchgeschichten, Erzählungen und Hörspiele für Kinder und Jugendliche. Das Gedicht Das Feuer stammt aus dem Jahre 1961 und wurde in einem Gedichtband mit dem Namen
der wohltemperierte Leierkasten, herausgegeben. Es liest Insa. James grüßt das Feuer. Hörst du, wie die Flammen flüstern, knicken, knacken, krachen, knistern, wie das Feuer rauscht und saust, brodelt, brutzelt, brennt und braust. Siehst du, wie die Flammen lecken, züngeln und die Zunge blecken, wie das Feuer tanzt und zuckt, trockene Hölzer schlingt und schluckt. Riechst du, wie die Flammen rauchen, brenzlig, brutzlig, brandig schmauchen? Wie das Feuer, rot und schwarz, duftet, schmeckt nach Pech und Harz. Fühlst du, wie die Flammen schwärmen, Glut aushauchen, wohlig wärmen? Wie das Feuer flackrig, wild, dich in warme Wellen hüllt. Hörst du, wie es leiser knackt? Siehst du, wie es matter flackt? Riechst du, wie der Rauch verzieht? Fühlst du, wie die Wärme flieht? Kleiner wird der Feuerbraus, ein letztes Knistern, ein feines Flüstern, ein schwaches Züngeln, ein dünnes Ringeln aus. Als nächstes hören wir einen Auszug aus dem Gedicht von Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke. Das Gedicht wurde zum ersten Mal im Musenalmanach für das Jahr 1800 veröffentlicht. Dem Lied von der Glocke ist das Motto Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango vorangestellt. Wird gleich übersetzt. Es befindet sich als Umschrift auf der Glocke des Münsters in Schaffhausen. Es bedeutet: Ich rufe den Lebenden, ich beklage die Toten, ich breche die Blitze. Dabei bezieht sich der letzte Teil wohl auf eine früher weit verbreitete Ansicht, wonach das Läuten der Glocke Gebäude vor dem Blitzeinschlag schützen sollte. Ich habe dieses, eines der bekanntesten Gedichte Schillers, der deutschen Lyrik überhaupt, dem Element Feuer zugeordnet, obwohl auch das Erde-Element eine große Rolle spielt. Und wir hören auch nicht das ganze Gedicht, dessen Anfangszeilen festgemauert in der Erde Sie alle sicherlich im Kopf haben, sondern nur den Feuerteil und nicht den Glockengießer-Produktionsteil. Es liest Wolfgang. Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht. Und was er bildet, was er schafft, das dankt er dieser Himmelskraft. Doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich entrafft, einhertritt auf der eigenen Spur. Die freie Tochter der Natur, wehe, wenn sie losgelassen, wachsend, ohne Widerstand durch die volksbeliebten Gassen, wälzt den ungeheuren Brand. Denn die Elemente hassen das Gebild der Menschenhand. Aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Regen aus der Wolke. Ohne Wahl zuckt der Strahl, hört ihr's wimmern. Hoch vom Turm, das ist Sturm. Rot wie Blut ist der Himmel, das ist nicht des Tages Glut. Welch Getümmel, Straßen auf, Dampf, Wald auf, flackernd steigt die Feuersäule durch der straßenlange Zeile,
wächst es fort mit Windeseile, kochend wie aus Ofensrachen. Glühen die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren. Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern unter Trümmern, alles rennet, rettet, flüchtet. Taghell ist die Nacht gelichtet. Durch die Hände lange Kette um die Wette fliegt der Eimer hoch im Bogen, spritzen Quellen, Wasser wogen. Heulend kommt der Sturm geflogen, der die Flamme brausend sucht, prasselnd in die dürre Frucht. Fällt sie in des Speichers Räume, der Sparren dürre Bäume, und als wollte sie im Wehen mit sich fort der Erde Wucht reißen in gewaltger Flucht, wächst sie in des Himmels Höhen riesengroß. Hoffnungslos weicht der Mensch der Götterstärke. Müßig sieht er seine Werke und bewundernd untergehen. Leer gebrannt ist die Stätte. Wilder Stürme, raues Bette in den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen und des Himmels Wolken schauen. Hoch hinein. Als nächstes hören wir ein Gedicht von Eduard Friedrich Mörike. Er lebte von 1804 bis 1875. Er verbrachte sein ganzes Leben in Württemberg. Geboren ist er, wie einige von Ihnen sicher wissen, in Ludwigsburg. Der Geburtsort meiner Frau. Seinen Lebensunterhalt verdiente er hauptsächlich als evangelischer Pastor. Wenn wir ihn kennen, kennen wir ihn als einen der bedeutendsten Lyriker zwischen Romantik und Realismus. Viele seiner Gedichte wurden vertont und machten Mörike weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Das Gedicht »Der Feuerreiter«, das wir gleich hören werden, ist eines seiner bekanntesten Gedichte. Er schrieb es 1823 oder 24 als Theologiestudent am Tübinger Stift und veröffentlichte die vierstrophige Urfassung 1832 in seinem Roman Maler Nolten. Diese Fassung überarbeitete er und um die jetzige dritte Strophe erweiterte er das Gedicht, das dann 1841 entstand. Es liest Christel. Es ist eine Ballade und sehr magisch. Der Feuerreiter. Sehet ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal, welch Gewühle, bei der Brücke, bei dem Feld, horcht das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da sprengt er wütend schier durch das Tor, der Feuerreiter. Auf dem Rippen dürren Tier als auf einer Feuerleiter querfällt ein, durch Qualm und Schwüle rennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort, hinterm Berg brennt es in der Mühle. Der so oft den roten Hahn meilenweit von fern gerochen, mit des heil'gen Kreuzes Span freventlich die Glut besprochen. Weh, dir grinst vom Dachgestühle dort der Feind im Höllenschein, Gnade Gott der Seele dein. Gnade, hinterm Berg rast er in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle barst in Trümmer. Doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Graus. Auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg brennt's.
Nach der Zeit ein Müller fand ein Gerippe samt der Mützen aufrecht an der Kellerwand auf der Beinern Mähre sitzen. Feuerreiter, wieso kühle reitest du in deinem Grab? Husch, da fällt's in Asche ab. Ruhe wohl, drunten in der Mühle. Den letzten Feuertext, den wir hören werden, hat Elias Canetti geschrieben. Er findet sich in seinem im Jahr 1960 erschienenen Hauptwerk Masse und Macht, an dem er über 20 Jahre gearbeitet hat. Er analysiert und beschreibt darin die Entfesselung des Menschen in der Masse und die Herrschaft soziopathischer Machthaber über Menschenmassen. Feuer, um das es gleich gehen wird, bricht gewalttätig aus, aber es ist vergänglich. Man kann es löschen. Feuer und Wasser, das geht nicht zusammen. Canetti hat alle diese Eigenschaften in diesem Text analysiert. Menschenmassen, sagt Canetti, haben genau dieselben Eigenschaften wie das Feuer. Deshalb ist es für ihn ein Massensymbol. Feuer ist für ihn ein großer Gleichmacher. Es verbindet das Getrennte. Es liest Cornelius. Das Feuer greift um sich. Es ist ansteckend und unersättlich. Die Heftigkeit, mit der es ganze Wälder und Steppen, ganze Städte erfasst, gehört zu seinen eindrucksvollsten Eigenschaften. Bevor es ausbrach, stand Baum neben Baum, Haus neben Haus. Jedes vom anderen getrennt, einzeln für sich da. Was aber gesondert war, wird vom Feuer in kürzester Zeit verbunden. Die isolierten und unterschiedlichen Gegenstände gehen alle in gleichen Flammen auf. Sie werden so sehr gleich, dass sie ganz verschwinden. Häuser, Geschöpfe, alles wird vom Feuer gepackt. Es ist ansteckend. Die Widerstandslosigkeit gegen Berührung durch die Flammen ist immer wieder erstaunlich. Je mehr Leben etwas in sich hat, umso weniger kann es sich dagegen wehren. Nur das Lebloseste, die Mineralien, sind dem Feuer gewachsen. Seine rapide Rücksichtslosigkeit kennt keine Grenzen. Es will alles enthalten. Es hat nie genug. Der Mensch hat das Feuer zu beherrschen gelehrt. Es ist ihm auch gelungen, das Feuer zerspalten aufzubewahren. In Herden und Öfen hält er es gefangen. Er nährt es, wie man ein Tier nährt. Er kann es verhungern lassen. Er kann es ersticken. Damit ist die letzte Eigenschaft des Feuers schon angedeutet. Es wird so behandelt, als ob es lebte. Es hat ein unruhiges Leben und es erlischt. Wenn es hier ganz erstickt wird, an anderen Orten lebt es weiter. So, das war's für dieses Jahr. Ja, danke Lothar für die Vorbereitung, für dieses Spektrum, das unser Leben eigentlich in vollem Umfang erfasst. Und den Lesenden danke ich fürs Mitmachen und Ihnen allen danke ich fürs Kommen und hoffe, dass Sie verstanden haben, akustisch, was wir auf diese Entfernung versucht haben, Ihnen näher zu bringen. Und für diejenigen, die es nochmal nachhören wollen, hoffe ich,
dass das funktioniert hat, trotz anfänglichem Wassergestöbers hinter uns. Ne, wir sehen uns. Ich muss mal eben gucken, wann wieder.